Herzlich willkommen zur neuen Folge auf KDU von Thüringen. Wir starten jetzt Folge Nummer 3 meiner Aufnahmezellen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich danke schon mal fürs Reinschauen. Wir haben gestern den LKW aufgerichtet. Heute versuchen wir mal den entsprechend zu alles zu retten. Hat geklappt. Den Kram hier aufgeladen bekommen. Zu dem Balken, wo er am meisten stört, vielleicht nicht. Aber vielleicht gleich nachher rüberfahren. Das wird noch mindestens eine Fuhre. Aber den einen noch mitnehmen vorne. Fahren wir nicht aus Holz. Vom Stumpen. Doch zu hoch dafür. Jetzt mal nach vorne fahren. Mal noch können wir um Acker fahren, das macht nichts. Gut. Haben wir aufgeladen. Jetzt können wir zum. Ups, leider noch 3-4 in der Ehe. Wenn wir mit vorsichtig in die Kurve fahren. Lieber ein bisschen langsamer als zu schnell. Keine Kurve fahren, sondern lieber geradeaus fahren. Da tollt nicht über Stuppen fahren. Ich muss meinen Timer aktivieren. Da sind zwei große, da werden wir gleich umfahren. Wie ihr seht, die Temperatur hat sich nicht entwickelt groß. Stagniert. Gut, wir kommen eher zum Abend, wird es eher ein bisschen kühler. Aber schon 4 Uhr. Oh, schauen wir, dass es dunkel wird. Ich denke mal gegen. Oh, er schaukelt sich auf. Gas wegnehmen. Dass hier kein Gegenverkehr kommt. Das wäre tödlich. Im Gegenverkehr. Und die bleiben auch nicht stehen, die Burschen. Die fahren darauf zu. Das ist das Problem. So, da sind wir im Sägewerk. Mehr oder weniger. Auch wenn wir noch die Kurve kriegen hier. Nicht zu. Aber ein bisschen Risiko. Weil die Straße etwas ungünstig von der Schräge ist. Hier geht es ja schon ein bisschen. Hier ist nicht ganz so gefährlich. Aber immer ein gewisses Maßrisiko ist da. So, da sind wir. Her mit Money. So, eine L. So. Nicht zu weit. Ja, so 37.000, das ist ein normaler Wert, ne? Katz bald die Million. Aber das Geld brauchen wir auch für zwei neue Drescher und dann noch irgendwo mal Land, ne? So, leer können wir mit dem Gas geben. Vollgas. Ja, ne? So geht's vorwärts. Im Normalfall würde ich jetzt Bäume pflanzen, weil das müsste ja schon gehen. Über die kleinen kann man rüberfahren. Und die ganz großen, das ist schwierig. Mir einer so blöd gefallen. So. Der ist auch gefährlich. Also der lenkt sich nicht schlecht.
Der lenkt sich gar nicht, weil der Vorderrad nicht aufliegt. Was ist der Grund dafür? Eigentlich jetzt rumfahren nach links. Ja, ja, durch das Gelände hat der Vorderrad nicht gegriffen. So, noch ein paar rauf. Ein paar haben wir noch. So, schauen wir mal. Da liegen noch zwei. Nehmen wir erst den einen. Den anderen. Ups. Bisschen wackeln ist gut, aber so viel ist schlecht. Schauen wir mal. Haben wir alles? So, Ladung sicher. Sichern. Falls Umfall, dass er nicht abhaut. Oder eigentlich nicht abhauen kann. Lange Lademodus ist. So, was machen wir jetzt? Feierabend, schlafen gehen, ne? Wäre eine Option. Wir können ja nochmal ein Fahrzeug kaufen und dann zum Hof fahren. Dass wir jetzt zur richtigen Zeit alles da haben. Was hier? Die nehmen kein Holz. Könnt ihr aber einen Hackschlüssel machen. Aber im Frühjahr verdienst du damit nichts. Aber darf nicht sein. Und nur mit der Fräse. Eine Woche gehe ich erst auf die Arbeit. Zurzeit habe ich noch Urlaub. So, jetzt zurück. Ja, die ungewohnt. Gut, Holz haben wir keins mehr, müssen wir wieder sägen. Will ich aber nicht. Schauen wir mal im Lager, ob wir da noch vorhanden haben. Lager verkaufen, wenn wir was drin haben. Viel ist das nicht mehr. Wir hatten ja viel verkauft, Raps und so. Da hatte ich noch einen Stamm, den nehmen wir noch nicht mit. Dann, wenn ich doch mal mir einfallen lassen sollte, Gras zu mähen, dann ist der wirklich ungünstig in dieser Ecke. Ja, so ein Grünland, das mag er nicht. Gut, dass so eine Reaktion keinen Schaden verursacht. So, was brauchen wir alles? Wir müssen Fahrzeuge haben. Ja, wegen Giftpritzen. Aber das würde ich noch sein lassen, weil dann würde ich ja die anderen Traktoren umrüsten. Dann würde es gehen. Also das sollte kein Problem sein. Wir brauchen noch einen Drescher. Das heißt, wollte noch einen zulegen, zumindest zwei, aber ein. Schauen wir hier, so einen schönen John Deere. Ja, was haben wir an 19.000.
19.000. Passt. Reifvariante. Gibt auch ein bisschen was. Transport. Reihenkulturen. Eins. Einfach mal testen. Gehen wir zum Händler rüber. Da haben wir schon. Und wir haben einen Steinbeck schon mal gekauft gehabt. Bei der Ernte. Zuletzt, da wollten wir noch einen Drescher kaufen. Hat das Geld dann nicht gereicht. Naja, gut. Aber jetzt haben wir genug. Hauptsache auch eine Anhängerkupplung. Sonst müssten wir. Gut. Oh, das war sehr, sehr knapp, du. So blöd. Eigentlich unfahrbar, ne? Gut, dann lassen wir es sein. Das war nicht so beabsichtigt. Da springen wir so. Na, das geht so nicht. Aber da erkennt man wieder nicht Originales, ne? Schau mal. Open. X. So wird's gehen, aber. Gut, dann werden wir es mal sein lassen. Aber wir werden uns trotzdem holen. Mit dem Traktor. Gefällt mir persönlich nicht so, weil da bist du immer bei der eingeschränkt, sagen wir ganz vorsichtigerweise, ne? So, können wir den mal wieder ausmachen und Innenansicht machen. Ja. Fahren wir mal zum Hof. Den werden wir heute Morgen nicht brauchen, aber irgendwann brauchen wir den. Und jetzt Holzfahren ist nicht mehr und wir werden einfach mal Richtung schon mal vorbereiten für die Ernte, die im Balkon kommen wird. Ne? Dann können wir in zwei Feldern parallel entsprechend ernten. Das muss ja auch ziemlich zügig gehen. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, dann haben wir ganz gut, wenn wir was zu tun haben. Hier lohnt sich bald ein Tieflader. So. Jetzt kommt die Musik zur Geltung, ne? Wir sind mit Dudel am Hintergrund. Weite Fahrt, ne? Tut er denn schwach? Das muss viel lauter sein normalerweise. Was der Abfahrer weiß, bin leer. Was er weiterfahren kann. Rolling 8 Grad plus. Ja. Wir haben jetzt genau 17 Uhr. Haben die Bauer sich gerade auch mal früher Bett zu gehen, ne? Aber noch nicht. Aber zum Glück ist schon mal der Regen aufgehört.
da. Und der Schnee ist weg. So wie er gekommen ist, auch wieder weg gewesen. Ne? So halt wie Fruchtwechsel, so ähnlich. Und jetzt langsam. Muss ich mal schauen, ob ich noch einen zweiten kaufe. Den testen wir erstmal bei der Ernte. Und das ist ja ein großer Nachteil, wenn man nicht anhängen kann. Wenn man extra separat noch einen Traktor nehmen muss, um ihn zu holen. Könnte auch einen LKW nehmen. Also man Deichsel hat. Das wollte ich mal wissen, wie groß das Feld ist. Landfläche. Kann es ja gar nicht sein. 084. Landfläche ist 38 Hektar. Das ist ein Irrtum. Ein bisschen mehr. Also die Angaben stimmen dann auch nicht richtig. Ist auch ein anderer Mod. Weil die Landfläche zählt ja auch der Grünstreifen dazu zum Beispiel. Teil davon jedenfalls. Wenn man schaut. Kurz mal reinschauen. Ist ja hier alles mehr oder weniger Feld. Und die 0,8 dann sicherlich die Streifen sein hier. Am Rand, wo kein Acker ist. Aber die Fläche ist schon gut. 38 Hektar ist schon mal nicht schlecht. Bringt ja was, ne? Muss mich mal dringend beschäftigen mit Folgemie, dass ich zumindest mit einem Schritt möglichst viele Fahrzeuge von A nach B kriege. Ich habe das so nie gebraucht, ne? Wenn man nicht braucht hat, lernt man auch nicht. Da sagt man sich auch, wozu? Die ganzen Tastenstellen zu merken, naja, das ist nicht mein Fall. So, dann gehen wir im Hof hier. Wo können wir am besten hin? Gleich nehmen die anderen Drescher. Ja, wenn ich wüsste, wann die neue Karte kommt, dann könnte man sich bei Hallen bauen entsprechend. Als Durchgangshalle nehmen kann und dann fährt man durch. Ne? Dann ist man gleich drin. Gut, so kann man auch eine Garage fahren. Schauen wir mal, ob hier Platz ist. Da ist ja Platz. Können wir hier reinfahren. Na, ist ja nicht breit. Ja. Und zu hoch. Und so breit. Also geht schon mal nicht. Die Obenhalle ist auch genauso ungünstig, da ist auch schlecht zum Rein- und Rausfahren. Auch wegen dem Rohr. Also stelle mal genau neben den schwarzen. Dann können wir gleich den anderen nehmen, aber ich tendiere dazu, den nicht mehr. Gefällt mir so nicht mit dem Schneidwerk. Das gefällt mir so nicht. Ober Stein weg, bevor die Folge zu Ende ist. Entschuldigung. Wie geht das hier los?
Schluck auf. So. Tür zu. Muss die Fenster auch mal her. Wir werden auch hier, bevor wir die Folge werden, um den Schlafen. Dann könnt ihr mal die Zeit ein bisschen beschleunigen, dass es auch dunkel wird. Im Hell wäre ja Blödsinn, ne? Ich möchte auch ein bisschen weiterkommen, so auch sehen können, also die Temperatur steigt, der Boden so ein bisschen feucht, wie ich sehe, wird das zweite Symbol dafür sein, dann würde die Ernte nicht funktionieren und bei plus 8 Grad tocket die auch nicht. Ja, es wird schon noch dunkel. Oh ja. Aber da stand der Kurve noch fix. Dort, Anschlag wird noch fix geholt und rübergefahren. So, sind wir da, mein Händler. Tag, Händler. Aufstehen. Noch nicht schlafen. Oh. Da sind wir. Das klappt wenigstens. So. Wird zu eng, da fahren wir gleich gegen den Laternenpfahl, da wollen wir eine größere Kurve machen. Ist dann schon mal Nacht. Aber die Temperatur sinkt noch nicht. So, wir sind in der Ecke gefahren. Also fahren und drücken und schauen sind nicht schlecht. Da fahren wir noch zum Hof und dann immer halt entsprechend noch kurz was testen mit einem anderen Traktor. Den Erfolg noch testen und einen Traktor, damit die Performance nicht klarkommt, kann ich mir bald nicht vorstellen. Am Ende der Aufnahme ist ja nicht ganz so tragisch. Okay. Beende ich sowieso. So. Licht bin besser. Eine Weite nicht. Müssten wir gleich da sein. Unsere Einfahrt zum Hof. Ja, da haben wir es. Ein bisschen. Ja, das sind die Nächte bei Season, ne? Dunkel. Das heißt, hier gehören Straßenlaternen her, oder? Das ist für von Saftladen, ne? Wir müssen die Kuh was machen, aber ja, kommt nichts. Muss ich ja Verkehrsdinge anbauen hier. Ein Leitstrahl oder sowas hier, wo man weiß, ah, da geht lang. Im Asphalt paar Lappen einbauen. Ja, wenn Anhänger da ist, so schnell zu fahren, dann auch ein Ding. Aber ich mach das mal halt, ne?
So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, auch wenn es zur zweiten Folge heute kommt. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Und fahren und gucken geht's.